Hallo und herzlich willkommen. Dies wird ein neues Trainingsvideo für dich aus dem Bereich Pilates. Heute wieder im Stand mit ein bisschen Gleichgewichtsgefühl noch dazu. Alles, was du wissen musst, erkläre ich dir jetzt. Stell deine Füße etwa hüftbreit auf. Nimm deine Schultern nach hinten unten, dass dein Brustbein aufgerichtet ist. Jetzt heißt es für dich Bauchnabel reinziehen, Beckenboden nach oben hochziehen und dein Powerhouse fest aktivieren. Lass deine Knie locker und entspannt und dann können wir schon loslegen. Schultern nochmal aktiv hinten. Okay, atme aus, deine Arme heben sich. Atme ein, wieder senken. Lass deine Schultern weit weg von deinen Ohren. Dass du ganz viel Länge in deiner Wirbelsäule hast. Dann nimmst du deine Arme nur bis nach vorne. Halte hier, atme aus, öffnen, einatmen, wieder schließen. Deine Schulterblätter ziehen sich nach hinten, unten in den Rücken, ohne dass dein Bauch, dein Mittelkörper hier eine Bewegung mitmacht. Öffne deine Arme mit der Ausatmung, halte sie geöffnet, Bauch und Beckenboden fest. Nächste Ausatmung, Rotation. Rechts oder links? Andere Seite. Lass deine beiden Beckenknochen immer nach vorne schauen. Senk deine Arme. Deine Beine leicht beugen und wieder strecken, einatmen. Nochmal beugen und wieder strecken. Schau, dass deine Füße gleichmäßig belastet sind. Die Fersen, der große Zehenballen, der kleine Zehenballen. Noch zweimal mehr. Schultern hinten. Und jetzt kommt ein bisschen Verbindung dazu. Komm tief. Arme Seite, dein Bein zur Seite. Nochmal tief. Dein Fuß ist schön rangezogen. Einmal Flex an den Körper. Noch mehr. Jetzt dein Bein nach vorne angewinkelt. Immer noch die gleiche Seite. Bleib schön aufgerichtet im Oberkörper und vor allem fest in deiner Hüfte. Einmal noch mehr. Jetzt geht dein Bein nach hinten und du streckst dich einmal richtig lang. Ich drehe mich mal zur Seite, damit du das gut sehen kannst. Geh tief, lang strecken. Noch zweimal. Und jetzt wechseln wir das Bein und starten wieder mit der Seite. Komm tief. Yes.
Mal. Nach vorne dein Bein. Achte auf die Hüfte. Schultern locker und entspannt. Ein letztes Mal. Und dein Bein geht nach hinten. Ich drehe mich zur Seite. Schultern schön tief halten. Nach vorne senken, tief und wieder anderes Bein öffnen, nach hinten, halt mal, tief nach vorne halten, ausatmen aus der Hüfte, schließen, tief anderes Bein seitwärts. Nach hinten, halt hier. Komm, tief. Nach vorn, halten. Ausatmung, öffnen. Nach vorne. Und nochmal, anderes Bein, Seite. Hinten und halten. Schultern tief. Vorne, halten. Öffnen, ausatmen, nach vorn, wechsel das Bein, Seite, hinten und halten, weiter, nach vorne halten, ausatmen, öffnen, bring es zur Mitte wieder, nochmal, zwei Runden, alles, Seite, hinten halten. Weiter, komm, nach vorne. Öffnen. Schließen. Tief. Seite. Hinten und halten. Vorne und halten. Öffnen. Eine Runde schaffst du noch. Komm, Seite. Hinten und halten. Fest das Powerhouse. Komm, vorne und halten. Öffnen. Wieder schließen. Und ein letztes Mal andere Seite. Hinten und halten. Weiter. Vorne halten. Öffnen. Schließen. Senken. Prima. Öffne deine Beine. Fußspitzen und Knie sind außen. Powerhouse ist fest. Atme aus, komm tief. Einatmen, aufrichten. Nochmal tief. Aufrichten.
Schultern immer noch schön unten. Zieh dein Bauchnabel nach innen. Zieh dein Beckenboden nach oben hoch. Letzten zweimal ab, schaffst du. Bleib unten. An der tiefsten Stelle, wo du es gut halten kannst. Bauch und Beckenboden fest, atme aus, Rotation, rechts oder links. Einatmen, Mitte, ausatmen. Einmal noch. Beide Arme bringst du nach vorn. Jetzt geht's an deine Waden. Atme aus. Heb einen Arm und eine Ferse. Einatmen, senken, andere Seite. Wenn du deine Ferse hebst, achte darauf, dass dein Becken hier schön fest in der Position bleibt. Das soll sich nicht nach rechts oder links mitbewegen. Deine Schulter bleibt schön tief weit weg vom Ohr. Einmal nach rechts, einmal nach links. Jetzt ganz viel Spannung. Beide Fersen, beide Arme heben, ausatmen. Einatmen, senken. Nochmal ausatmen, heben. Einatmen, senken. Jetzt kommst du noch einmal auf die Fußspitzen hoch, halte hier, Arme seitwärts und wir gehen noch einmal in die Rotation, atme aus, einatmen zur Mitte, andere Seite, nochmal. Löst du deine Arme, löst deine Fersen, kommst langsam nach oben. Einmal kurz lösen, locker aus. Und dann machen wir das noch eine zweite Runde. Atme aus, deine Arme heben sich, atme ein, wieder senken. Lass deine Schultern weit weg von deinen Ohren. Dass du ganz viel Länge in deiner Wirbelsäule hast. Nimmst du deine Arme nur bis nach vorne, halt sie hier, atme aus, öffnen, einatmen, wieder schließen. Deine Schulterblätter ziehen sich nach hinten, unten in den Rücken, ohne dass dein Bauch, dein Mittelkörper hier eine Bewegung mitmacht. Öffne deine Arme mit der Ausatmung, halt sie geöffnet. Bauch und Beckenboden fest, nächste Ausatmung, Rotation. Rechts oder links? Andere Seite. Lass deine beiden Beckenknochen immer nach vorne schauen. Senk deine Arme, deine Beine leicht beugen und wieder strecken, einatmen. Nochmal beugen und wieder strecken. Schau, dass deine Füße gleichmäßig belastet sind. Die Fersen, der große Zehenballen, der kleine Zehenballen. Noch zweimal mehr. Schultern hinten.
Und jetzt kommt ein bisschen Verbindung dazu. Komm tief. Arme Seite, dein Bein zur Seite. Tief. Dein Fuß ist schön rangezogen. Einmal Flex an den Körper. Bleib schön aufgerichtet im Oberkörper und vor allem fest in deiner Hüfte. Einmal noch mehr. Jetzt geht dein Bein nach hinten und du streckst dich einmal richtig lang. Ich drehe mich mal zur Seite, damit du das gut sehen kannst. Geh tief, lang strecken. Noch zweimal. Und jetzt wechseln wir das Bein und starten wieder mit der Seite. Komm tief. Letztes Mal. Nach vorne dein Bein. Achte auf die Hüfte. Schultern locker und entspannt. Und dein Bein geht nach hinten. Ich drehe mich zur Seite. Schultern schön tief halten. Einmal mehr. Ein kleines bisschen verbinden. Bleib parallel mit den Füßen. Achtung, es geht. Tief zur Seite. Nach hinten dein Bein. Bleib hier. Halten. Und komm tief. Dein Bein nach vorne. Halt hier. Ausatmen, auf die Hüfte öffnen. Einatmen nach vorne. Und komm wieder tief. Andere Seite, Bein seitwärts. Tief nach hinten und halt mal hier. Atme locker weiter. Komm tief. Nach vorne dein Bein. Halte, nächste Ausatmung. Öffnen aus der Hüfte. Nach vorne. Senken. Tief. Und wieder anderes Bein. Öffnen. Nach hinten. Halt mal. Nach vorne. Halten. Ausatmen aus der Hüfte. Schließen. Tief. Anderes Bein. Seitwärts. Nach hinten. Halt hier. Vorn halten, Ausatmung, öffnen, nach vorne. Und nochmal, anderes Bein, Seite.
hinten und halt. Schultern tief. Vorne halten. Öffnen, ausatmen. Nach vorne. Wechsel das Bein. Seite. Hinten und halten. Weiter. Nach vorne halten. Ausatmen, öffnen. Bring es zur Mitte wieder. Nochmal. Zwei Runden, alles. Seite. Hinten halten. Weiter, komm. Nach vorne. Öffnen. Schließen. Tief. Seite. Hinten und halten. Vorne und halten. Öffnen. Schließen. Eine Runde schaffst du noch. Komm, Seite. Hinten und halten. Fest das Powerhouse. Komm. Vorne und halten. Öffnen. Wieder schließen. Und ein letztes Mal andere Seite. Hinten und halten. Weiter. Vorne halten. Öffnen. Schließen. Senken. Prima. Öffne deine Beine. Fußspitzen und Knie sind außen. Powerhouse ist fest. Atme aus, komm tief. Einatmen, aufrichten. Nochmal tief. Aufrichten. Lass die Schultern immer noch schön unten. Zieh dein Bauchnabel nach innen. Zieh dein Beckenboden nach oben hoch. Zweimal noch, schaffst du. Bleib unten, an der tiefsten Stelle, wo du es gut halten kannst. Bauch und Beckenboden fest, atme aus, Rotation, rechts oder links. Einatmen, Mitte, ausatmen. Beide Arme bringst du nach vorn. Jetzt geht's an deine Waden. Atme aus. Heb einen Arm und eine Ferse. Einatmen, senken, andere Seite. Wenn du deine Ferse hebst, achte darauf, dass dein Becken hier schön fest in der Position bleibt. Das soll sich nicht nach rechts oder links mitbewegen. Deine Schulter bleibt schön tief weit weg vom Ohr. Einmal noch rechts, einmal noch links. Jetzt ganz viel Spannung. Beide Fersen, beide Arme heben, ausatmen. Einatmen, senken. Nochmal ausatmen, heben. Einatmen, senken. Jetzt kommst du noch einmal auf die Fußspitzen hoch. Halte hier. Arme seitwärts. Und wir gehen noch einmal in die Rotation. Atme aus. Einatmen zur Mitte. Andere Seite. Nochmal. Löst du deine Arme, löst deine Fersen, kommst langsam nach oben.
einmal kurz lösen. Locker aus. Prima, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Du fühlst dich ein bisschen fit. Und ich wünsche mir, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Hinterlass auch gerne einen Kommentar, ob sie gefallen hat. Und ja, wir hoffen, wir sehen uns alle bald hier live im Sportzentrum aktiv zum Sport wieder.